Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 3 Morrowind. Darf ich das? Das ist ja lieb von dir. Aber dann gut, machen wir einfach mal weiter mit unserem Kram wie gehabt. Und dazu würde ich jetzt erstmal sagen, was machen wir denn da Feines? Oha, Landras Belal, der Kerl hier gerade. Ich bin ein Schläfer, einer unter Tausenden. Ich überbringe euch eine Botschaft. Dagoth Ur ruft euch, Alex. Und ihr könnt euch eurem Fürsten nicht widersetzen. Das sechste Haus hat sich erhoben und Dagoth ist seine Herrlichkeit. Oh oh. Okay, Dagoth Ur hat wohl gemerkt, dass es mich gibt. Uncool. Er ist der Fürst und Vater des Berges. Er schläft. Doch wenn er erwacht, werden wir uns erheben und unser Land von den Envar befreien. Warum habt ihr ihn verleugnet? Wie Fürst Dagoth sagte, alle werden sich vor ihm verneigen. Als Fleisch oder als Staub. Das sechste Haus, das schlafende Haus, Haus Dagoth, das Haus von Fürst Dagoth, das wahre Haus, das eine Haus, das alle wahrhaftigen Dunmer willkommen heißt und die Envars aus unserem Land vertreibt. Nutzt freudig die Chance, euch uns anzuschließen. Kommt zum Roten Berg und bereitet den Weg für seine Wiederkehr. Nein, danke. Und? Alter, du auch noch? Was denn hier los? Ihr dürft sprechen. Oh Gott, da gibt wohl eine Menge Schläfer, oder was? Das Ganze nach Haus. Und was wollte ich eigentlich machen? Ach genau, wir sollten einen erlesenen Weinbrand aus dem Hause Lalo beschaffen. Welches von den Häusern war es das nochmal? Ich glaube, eins von den beiden hier. Hey, das ist so ein Wachturm. War es das? Haus Lalo. Ach, mir fehlt der Kackschlüssel. Ach, den hatte ich damals, glaube ich, und musste ihn direkt abgeben. Hätte ich mal das Haus damals erst aufgemacht, ne? Das wäre cleverer gewesen, eindeutig. Jetzt ist hier natürlich so eine Kackwache. Das ist natürlich etwas dezent scheiße. Gibt es nicht noch eine andere Tür? Aha, warte mal. Komm schon, spring da hoch, verdammt nochmal. Ja, schon besser. Okay, dafür ist das Schloss auch ein bisschen stärker. Wollen wir nochmal schauen, das kriege ich da bestimmt auf. Schloss ist zu komplex. Oha, dann brauche ich wohl Dietrich das Gesellen. Ja, das kann ich also hinkriegen. Hätte ich auch gewundert, wenn nicht. Dietrich aufgebraucht, direkt den nächsten. Ja, komm schon. Geht doch. Und apropos, ich sollte eigentlich endlich mal eine Stufe aufsteigen. Naja, können wir gleich noch machen. So, sind wir also erstmal im Haus. Schauen wir doch einfach mal unten an. Oh, und das ist wohl der tote Ralin Lalo. Extravagantes Saphir-Amulett, hallo. Extravagantes Hemd. Ups. Die sind auch alle ziemlich gut. Schön teuer. Das ist ja alles extravagant, was der trägt. Nicht schlecht. Und ein Silberlangschwert. Warte mal, ist das nicht besser als mein Eisenschwert? Auf jeden Fall. Sieht man allein schon am Wert. Vor allem kann es auch so Viecher angreifen, die jetzt magisch sind. Und dieses Gewicht. Das Gewicht ist sogar geringer. Das ist natürlich cool. Sollte ich dann bei Gelegenheit vielleicht mal verzaubern? Schauen wir uns die Waffe doch mal an. Oh la la. Das ist eine lange Klinge. Sehr schön. Gefällt mir. Armer Ralin Lalo. Mein Tagebuch übrigens. Ich fand die Leiche von Ralin Lalo. Ja, vielleicht sollte ich mich mal darum kümmern, ob es vielleicht eine Quest gibt oder so. Und der Kerl hatte also einen erlesenen Weinbrand. Dann suchen wir doch mal in seiner Kollektion hier. Da haben wir ihn schon. Na, das ging noch fix. Aber wenn wir schon mal hier sind, vielleicht können wir noch ein paar mehr Sachen abstauben. Ach, hier geht die Tür einfach so auf von innen. Na, macht irgendwie auch Sinn. Ein paar Alchemie-Zutaten nehmen wir natürlich immer gerne an uns. Das ist Müll, auch. Alles Kram, den ich haben will. Danke, danke, danke. Eieiei. Das ist nicht wenig. Das sagt mir zwar auch meine Gewichtsanzeige, aber ich kann das Zeug halt gebrauchen. Alchemie-Skillen hat noch nie jemanden gestartet. So. Okay. Sonst, hier unten liegt eine Serviette. Gab es hier wohl einen Kampf oder sowas? Ich sollte mich mal weiter im Haus umschauen. Kann ich hier rasten? Darf ich auch nicht.
Nein, hier geht's wieder rein. Raus, meine ich. Was geht hier? Huch, da lebt ja jemand. Hast du was mitbekommen vielleicht? Urine Nerit? Was geschehen ist, ist einfach schrecklich. Ich war jahrelang bei Ralen Lalo angestellt. Was werde ich jetzt tun? Ja, ich war einer von Ralen Lalos Dienern. Ich habe den Dunmer, der ihn getötet hat, mit eigenen Augen gesehen. Ich kann euch eine Beschreibung des Mörders geben. Der Dunmer, der Ralen Lalo ermordet hat, war jung und trug sein rotes Haar in einem hohen Kamm über seinem Kopf, wie es heutzutage modern ist. Er trug eine Knochenrüstung und schwang einen dämerischen Kriegshammer. Mehr kann ich euch nicht sagen. Tut mir leid, ich wünsche euch viel Glück. Warte mal, die Beschreibung sagt mir was. War das einer aus dieser Ratstaverne, die ich damals gekillt habe? Ihr habt den Mörder von Ralen Lalo gefunden. Ich bin sicher, dass ihr den richtigen getötet habt. Okay, hab ich. Und nu? Vielleicht kriege ich da irgendwo eine Belohnung für. Ah, das Buch habe ich wohl leider schon gelesen. Ihr habt seinen Mörder der Gerechtigkeit übergeben. Dafür bin ich dankbar. Ihr solltet mit Mileno Dorwein in der Lalu-Ratshalle sprechen. Ich glaube, sie bietet eine Belohnung. Hey, na, das höre ich doch gerne. Belohnung klingt immer gut. Oh ja, hier oben hat es auf jeden Fall auch ein bisschen gewütet. Noch ein erlesener Weinbrand? Mhm, vor allem, weil das Zeug so mega teuer ist. Ich meine, 500, ne, das ist mal ganz schön viel. Das muss ein sehr erlesener Weinbrand sein. Na dann, wollen wir nochmal wieder raus? Komme ich hier so raus? Ja, schaffe ich gerade so. Dann gehen wir noch erstmal in die Lalu-Ratshalle. Ich glaube, das ist die hier. Direkt um die Ecke. So, Imare. Gerüchte. Sie sagen, dass die Kamona Tong in der Ratstaverne hart getroffen wurde. Die Wachen sagen, sie würden jeder Spur folgen, aber sie scheinen nicht aufrichtig zu sein. Und Larius Varro, Kriegsfürst der Mondfalterfestung, er wird wie folgt zitiert. Ich habe einen Eid abgelegt, die Korruption zu beenden, aber es scheint, als hätten die Götter meinen Eid für mich erfüllt. Und wisst ihr, was seltsam ist? Jemand sagte, ihr hättet in letzter Zeit oftmals mit Larius Varro geredet. Zufall? Ich denke nicht. Die Leute haben wohl mitbekommen, dass ich das gemacht habe. So ein Pech aber auch. Ich warte. Ah, du bist das. Alter, du hast eine krasse Tätowierung in dem Gesicht. Sehr beeindruckend, Madame. Ralen Lalo. So, ihr gehört keinem Haus an, aber ihr habt Ralen Lalos Mörder der Gerechtigkeit zugeführt. Ich werde dafür sorgen, dass Haus Lalu von eurer Tat Kunde erhält. Es wurde eine Belohnung von 1000 Draken ausgesetzt, die jetzt euch gehört. Falls ihr Haus Lalu beitreten möchtet, dann werde ich ein gutes Wort für euch einlegen. Da fällt mir ein, Leute. Welchem Haus sollte ich beitreten? Habt ihr eine persönliche Präferenz? Wollt ihr irgendwas Spezielles sehen? Ich finde, jeder hat seine Vorzüge und alle eigentlich ganz cool. Naja, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr denkt. Cool, also 1000, das ist eine Menge. Geschäfte. Achso, kann ich nur, wenn ich mit ihr nicht beitrete. Okay. Ebenherz, sehr schön. Okay, cool. Mal eben 1000 Draken, dafür, dass ich bloß einen Kerl gekillt habe, den ich für einen anderen Quest töten sollte. Geht klar. Also an Geld mangelt es mir derzeit definitiv nicht. Und wenn ich das so sage eigentlich, müsste ich... Naja, nee, gehen wir erstmal zu Diebesgilde. Ich könnte nämlich mein Eisenfunkenschwert mal ein bisschen... Eisenfunkenschwert sage ich schon. Mein Silberlangschwert sollte ich dann vielleicht mal verzaubern, wenn ich schon dabei bin, oder? Ich glaube, das würde sich lohnen. Dann kann ich auch mein altes Eisenfunkenschwert endlich mal in den verdienten Ruhestand schicken. Nun, worum handelt es sich? So, hallo. Habt ihr den erlesenen Weinbrand für Abasi? Ja, hier. Ja, dies ist ein guter Weinbrand. Abasi macht euch einen fairen Preis. 1000 Draken. Alter, das Zeug ist 500 wert. Ich habe 2 von dem Zeug gefunden. Juhu! Ich werde hier mit Geld überschüttet gerade. Gratulation, Alex. Ihr seid nun Plünderer. Ah, das klingt doch nochmal besser. Im Gefängnis der Festung von Pelagia befindet sich ein Mitglied der Gilde, Bragor Neuschuh. Abasi weiß einen Weg, Neuschuh zu befreien. Mevestin Enke in Pelagia schmuggelte vemerische Gegenstände. Schabrakara Burgbuk nimmt Bestechungsgelder von Mevestin. Holt einen mysteriösen vemerischen Gegenstand aus dem Mevestins Laden und bringt ihn zu Schadbak. Sagt Schadbak, sie sollen Neuschuh gehen lassen oder ihr werdet jeden wissen lassen, dass Schadbak Bestechungsgelder annimmt. Das ist gar nicht so dumm, muss ich euch erlassen. Coole Idee eigentlich. Ah, okay. Oh. Gut, Freund.
Okay, okay, jo, cool. Ich sollte endlich mal ein Bett aufsuchen, aber das mache ich am besten in der Magiergilde. Wie schnell lädt sich eigentlich der Ring des Chamäleons auf? Können wir gleich mal eben kurz gucken. Aber ich habe ihn ja um. Ah, nicht ganz so schnell. Ich habe ihn jetzt irgendwie 2 oder 3 Mal benutzt. Ja, ja, ist ganz okay eigentlich. Ich sollte mir die 7 Meilenstiefel besorgen. Das würde das Ganze enorm beschleunigen. Magiergilde. Hallo Leute. Wo wollte ich hin? Genau, unten. Mal ein bisschen Verzauber machen lassen. Wie darf ich euch helfen? Wie du mir helfen darfst, das sehen wir später. Du hast generell was einfach Zauber. Zauber. Hallo? Die verzaubert, okay. Oh Gott. Lass die Bestechung. Warte mal, ich speichere erstmal lieber. Interessant. Sprecht weiter. Habe ich überhaupt einen gefüllten Seelenstein bei mir? Das ist natürlich auch eine Frage, habe ich ja voll vergessen. Komm schon. Das war fast ganz oben. Ja, weiter. Komm schon. Ich war schon bei 95. Ein Hin und Her ist das hier. Komm schon, das schaffe ich doch nochmal. Diesmal würde mir auch 90 reichen. Ich gebe mich mit kleineren Sachen jetzt zufrieden. Wenn das denn funktionieren würde, einmal noch. Ah, wäre ich mal bei 90 geblieben. Siehst du, wird meine kleine Sünde sofort beschrieben. 99, so, mehr kann ich gar nicht haben wollen. Hab ich überhaupt eine Seele? Ich habe keine Seele. Gut gemacht, Alex. Klasse. Seht ihr, ich kann jetzt noch so viel tun. Ohne Seelenstein bringt mir das einen Scheißdreck. Zumindest ohne gefüllten Seelenstein. Und die gefüllten Seelensteine, die sie mal hatte, habe ich hier abgenommen und habe sie zu Hause in meiner Butze liegen. Gut gemacht, Alex. Clever. Cool. Apropos, kann ich was reparieren? Ja, ein bisschen. Okay. Nun gut, ich habe übrigens auch immer noch das hier doppelt, aber ich finde bis jetzt niemanden, der mir den Preis dafür zahlen kann, beziehungsweise es überhaupt annimmt und den Preis zahlen kann. Und, upsala, zurück. Unten sind die Betten. Ich muss jetzt endlich mal eine Stufe aufsteigen. Seht ihr, ich bin schon bei 12 von 10. Hätte schon längst aufsteigen können. So, bist geheilt, warum nicht? Ihr hattet einen schrecklichen Traum, an den ihr euch nur bruchstückhaft erinnern könnt. In eurem Traum führte euch eine hochgewachsene Gestalt mit einer goldenen Maske durch ein Spalier von Toten zu einer Hochzeitszeremonie. Ihr konntet Stimmen hören, aber niemand sprach. Ihr versuchtet zu atmen, aber euer Brustkorb wollte sich nicht heben. Die Gestalt sprach mit jedem, scherzte und lachte, aber niemand antwortete. Ihr versuchte zu schreien, doch eure Zunge war wie totes Fleisch. Alter, das ist ja mal ein ekliger Albtraum. Nicht zu beneiden. Neue Stufe erreicht, Stufe 7. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass ich diesmal Konstitution steigern kann. Stärke natürlich, wie immer, das muss einfach immer höher. Charisma, will ich Charisma erhöhen? Ich weiß ja nicht. Lebenskraft, Intelligenz natürlich auch immer gut, wegen dem Mana mal ein bisschen eigentlich. Eigentlich ist das wirklich gar nicht so dumm. Man könnte einfach mal die Schnelligkeit erhöhen, ne? Ja, machen wir das einfach mal. Mein Gott, hab ich jetzt noch gar nicht. So, ein Ticken schneller als eben bin ich. Ich habe ja auch gerade viele Sachen im Inventar, muss ich dazu gestehen. Was sollte ich jetzt tun? Genau, nach Pelagia, die nächste Diebesgilden-Quest. Erstmal, wo ist mein Ding? Mondwandler. Machen wir das mal, dann kann ich eben mal fix ins Labor meine Sachen abliefern. Und einen Seelenstein mitnehmen, weil ich habe die dort hingelegt, alle. Ich brauche ja keinen super wertvollen. Übrigens sollte ich echt mal welche befüllen, oder? Sollte ich echt mal öfter machen. Habe ich Seelenfall eigentlich schon gelernt? Achso, ich habe ein Amulett dafür, genau. Aber das muss ich echt noch lernen. Golanas Augenlabyrinth. Okay, ich wusste gar nicht, was ich das konnte. Fast vergessen. Genau. So,
ganze Kram schon mal weg. Das hilft dem Gewicht. Jetzt Seelensteine. Skelettkrieger. Normaler dürfte reichen. Aha. Okay. Ich habe noch natürlich die riesigen hier mit den super vielen Ladungen. Super wertvoll, aber die möchte ich jetzt gerade nicht verballern, einfach so. Nehmen wir mal die eines, eines Skelettkriegers. Wollt ihr einen verzauberten Gegenstand aufladen oder einen verzauberten Gegenstand erschaffen? Ach, ich kann es auch einfach selber machen. Wahrscheinlich aber nicht so gut, wie die Hände das selber könnten, ne? Das macht irgendwie Sinn. Ich kann ja mal trotzdem mal gucken, was ich schaffen könnte selber. Silberlangschwert. Was für ein Kram nehmen wir nochmal? Was für ein Schaden sollte ich, wenn, dann nehmen, ne? Irgendwie Blitzschaden finde ich ganz gut, weil Feuerschaden hilft gegen Doom mehr so schlecht und Eisschaden gegen Nord immer so schlecht. Blitzschaden? So viele kenne ich da nicht, die jetzt immun dagegen sind oder so. Natürlich bei Berührung. Zauberkosten. Okay. Ladung 30. Kann ich mal sagen, Schaden. Bis 20. Und Dauer erhöht natürlich alles enorm. Für 1. Zauberung 5 von 4, was heißt das? Die erste Zahl gibt die Gesamtzauberkosten für diese Person. Achso, also das ist jetzt gerade zu viel, verstehe. Also 14 bis 13. Warte mal, es macht auch mehr Sinn, 13 bis 14, oder? Ja. Das könnte ich also selber machen. Das kostet immer 4 Aufladungen und es hat 30. Okay, das ist eigentlich ziemlich geil. Und dann bist du jetzt... Was bist du? Was bist du? Genau, du bist mein... Tja, was macht kann man Blitzschaden benennen, bitte? Ach, das ist jetzt einfach meine Blitzschaden. Es knallt ganz laut mit Donner und so. Das ist meine Gunblade. So, fertig. Die Versorgung ist fehlgeschlagen und euer Seelenstein wurde zerstört. Jetzt verstehe ich es also. Ah, okay, cool. Das war also voll für den Arsch. Und Verzauberung, Fertigkeit liegt bei 10. Cool. Klasse. Gut gemacht. Dann sollte ich es doch besser beim Händler machen lassen. Wird zwar kostspielig, aber da klappt es wenigstens. Ich muss ehrlich sein, das war mein erstes Mal, dass ich bei Morrowind versucht habe, selber einen Gegenstand zu verzaubern. Ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, als jemand, der das Spiel seit Jahrzehnten, oder generell auf jeden Fall seit sehr langer Zeit spielt, aber ist nur die Wahrheit. Pelagiaz, okay. Ich habe doch mein Amulett des langsamen Fallens. Ich liebe es. Okay. Genau, bei diesem Händler sollte ich mir also mal in Ruhe... Warte mal, mein Ring des Mentors ist noch da, ne? Ja. Ein dwemerisches Artefakt klauen oder sowas. Ich kann ja mal hier hinten bei den Sachen gucken. Ja, warte mal. Hier sieht mich keiner. Trotzdem speichern, man weiß nie. Ah, die Alchemie-Zutaten nehme ich trotzdem. Oh ja. Okay, hier ist eine Kiste. Ha, da ist ja fast alles drin, was er hat. Wow. Wow, wow, was war das denn bitte? Das war ein seltsamer Bug, der mich ein bisschen irritiert hat. Und hier sieht mich keiner, das ist ja geil. Und die ist nicht mal abgeschlossen, ist der dämlich? Ja, er scheint dämlich zu sein, von daher nehmen wir uns um einiges von dem Zeug. Stahlturmschild, Vulkanglasfeile, hallo Baby. Silberwurfsterne, Silberwurfpfeile. Die Wurfsterne sind mehr wert, ne? Und hier und da mal so einen schmeißen, glaube ich, ist gar nicht so dumm.
Silber Claymore ist eine Langwaffe leider zweihändig, aber eigentlich ist das scheißegal, da ich doch sowieso kein Schild benutze, ne? Naja, vielleicht mal anders. Hast du vielleicht einen besseren Bogen für mich oder so? Leider nicht. Aber Silberpfeile immerhin, was auch eine gute Sache ist. Apropos, kann ich bei dir noch irgendwelche Sachen verticken? Natürlich jetzt nicht die Sachen, die ich gerade von ihm geklaut habe. Das wäre natürlich etwas sehr hohl. Hier diesen Stahlhelm zum Beispiel und die extravaganten Sachen. Obwohl, nee, den Ring nicht. Den kann ich später verzaubern. Okay, die Unterklamotten auch, aber den Ring und das Amulett ist mir schon etwas wertvoller. Was habe ich denn sonst noch zu verticken, was ich jetzt nicht von ihm geklaut habe? Das löst hier das Buch. Wie viel hast du eigentlich? Ah, nicht so viel. Sonst noch was? Ich überlege gerade, war nicht noch irgendwas, was ich verkaufen wollte? Ne, ist auch egal. Nimmst du hier noch ein paar devimirische Münzen? Okay, nicht alle. Max Sale. Dankeschön. Hätten wir das. Und das sieht lächerlich aus, mein Freund. Ah, welch erfrischende Gesetz. Und ich glaube, das ist mein Skoma und mein Mondzucker, der hier steht. Von daher nehme ich den mal lieber an mich, Arschloch. Habe ich ja nämlich damals vergessen. Und, oh, ich sehe, die Folge ist schon wieder so lang geworden. Von daher würde ich mal sagen, wir suchen dieses Wema-Zeug, die wir beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann!